politisch-programmatischen Debatte, wie ich sie bei den Grünen in letzter Zeit jedenfalls nicht oft erlebt habe. Insofern hat sich das jedenfalls aus unserer Perspektive schon gelohnt, diese Kombination aus doch sehr grundsätzlichen Reflexionen nochmal und sehr konkreten politischen, handlungsbezogenen Themen, die da gestern verhandelt wurden. Für alle, die sich heute Morgen schon so früh auf den Weg gemacht haben, was ich sehr zu schätzen weiß, kann ich versprechen, dass sie es nicht bereuen werden. Wir werden jetzt gleich einen Vortrag hören und sehen von Professor Ottmar Edenhofer, den alle, die sich mit Klimapolitik und Klimaökonomie beschäftigen, sicher kennen werden. Ottmar Edenhofer ist stellvertretender Direktor und Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er ist Leiter des ökonomischen Panels des IPCC, also der globalen Dachorganisation, die sich mit dem Klimawandel befasst, aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, er ist einer der führenden Umweltökonomen weltweit. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag, Herr Edenhofer, bitte sehr. Und danach gibt es noch ein kleines Gespräch zwischen ihm und mir, bevor wir zum ersten Podium heute Morgen dann schreiten. Also vielen Dank, dass Sie da sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich komme immer sehr gerne zur Böll-Stiftung. Ich habe heute die Aufgabe, etwas Grundsätzliches zu sagen zum Thema Ökologie, Wohlstand und das Ganze darzustellen aus einer globalen Perspektive. Das ist eine Diskussion, die wir seit einiger Zeit am Mercator-Institut führen. Und Sie sehen auch, haben zwei Kollegen an diesem Vortrag mitgearbeitet. Einer ist hier Linus Mattauch, der eine gewisse Mitverantwortung trägt für die Dinge, die richtig sind. Die Fehler, die ich mache, die müssen Sie alle mir zurechnen. Ich möchte im Grunde genommen heute drei Fragen beantworten. Das erste, ist anhaltendes Wirtschaftswachstum möglich? Die zweite Frage, ist anhaltendes Wirtschaftswachstum überhaupt erstrebenswert? Und in einer dritten Frage möchte ich einen Ausblick geben, wie man die Debatte über Wirtschaftswachstum und Degrowth, also negatives Wirtschaftswachstum, entschärfen kann und möchte eigentlich zeigen, dass das die falsche Fragestellung ist. Lassen Sie mich also beginnen mit der Frage, ist anhaltendes Wirtschaftswachstum überhaupt möglich? Und um hier zu einem gewissen historischen Urteil zu kommen, möchte ich Ihnen diese Grafik vorlegen. Da sehen Sie im Wesentlichen drei Zeitreihen, nämlich die Emissionen, das Bevölkerungswachstum und das Pro-Kopf-Einkommen. Und Sie sehen, dass mit dem Beginn der Industrialisierung, also irgendwann im 18. Jahrhundert, der Menschheit über die fossilen Ressourcenbestände, vor allem über Kohle zunächst, einmal ein Lotteriegewinn zugespielt worden ist. Denn bis dahin waren die Ökonomien von einem Strom von Sonnenenergie abhängig und jetzt plötzlich konnte die Menschheit auf einen Bestand mit hoher Energiedichte zurückgreifen. Und diese Nutzung der fossilen Energieträger, zunächst einmal der Kohle, hat es der Menschheit erlaubt, Wohlstand zu erreichen und aus der Armutsfalle oder der Armutsfalle zu entkommen. Sie sehen aber auch gleichzeitig, dass die Emissionen gestiegen sind, was kein Wunder ist, denn das Wirtschaftswachstum seit der Industrialisierung bis heute war im Wesentlichen möglich, weil die Menschheit gelernt hat, nicht nur Kohle zu nutzen, sondern vor allem auch Öl und Gas. Alles das sind Ressourcenbestände, die wir im Boden haben. Und dieses Bild, so könnte man sagen, ist eingebrannt nicht nur in das historische Gedächtnis der Menschheit, sondern das ist auch eingebrannt in die Vorstellungswelt der meisten Verhandler der Klimakonferenzen. Denn sie befürchten, wenn sie sich verpflichten würden, Emissionen zu reduzieren, dass das einhergeht mit dem Verzicht auf Wirtschaftswachstum und manche Länder befürchten sogar, dass sie zurückgestoßen werden in die Armutsfalle. Ich sage nicht, dass das notwendig ist, ich sage nur, das ist die Befürchtung derer,
die für die internationalen Verhandlungen Verantwortung tragen. Nun könnte man sagen, warum ist das eigentlich ein Problem, dass die Wirtschaftsgeschichte der Industrialisierung im Wesentlichen auf den fossilen Energieträgern basiert? Nun, es ist ein Problem, weil wir feststellen, dass die globalen Senken, die Atmosphäre, aber auch die Ozeane, dass wir in Gefahr sind, hier kritische Schwellenwerte zu überschreiten. Niemand weiß genau, wo diese Schwellenwerte sind, aber es ist klar, dass die Ozeanversauerung, der Klimawandel, der Verlust der Biodiversität, der Stickstoffkreislauf langfristig ein großes Problem darstellen. Es sind also nicht so sehr die Ressourcen, die uns Sorgen bereiten, sondern es sind vor allem die planetarischen Senken. Und dieses Bild, das Sie hier sehen, ist zunächst mal der Versuch von Naturwissenschaftlern und Ökonomen, Grenzen zu formulieren. Ich möchte jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen, wo die Grenzen genau liegen, aber es liegt irgendwie auf der Hand, dass es solche planetarischen Grenzen gibt. Und wenn man jetzt sich dieses Bild nochmal vor Augen führt, worauf ist denn jetzt für das Beispiel Klimawandel? Und das ist sicherlich die Grenze, die im Augenblick am stärksten zuschlägt, weil wir nur noch etwa 1000 Gigatonnen CO2 in der Atmosphäre ablagern dürfen, wenn wir gefährlichen Klimawandel vermeiden wollen. Dann sehen Sie hier, wenn Sie die Emissionen, das Wachstum der Emissionen zerlegen in verschiedene Komponenten, diese Rauten, das sind hier die Netto, das Nettowachstum der Emissionen, wenn Sie das zerlegen in vier Komponenten, nämlich Wirtschaftswachstum, Bevölkerungswachstum, Kohlenstoffintensität und Energieintensität, dann sehen Sie ziemlich deutlich, dass in der letzten Dekade das Wirtschaftswachstum als hauptsächlicher Treiber der Emissionen zugenommen hat. Das Bevölkerungswachstum nimmt so an Bedeutung langsam ab. Es hat einen Beitrag, aber es nimmt relativ gegenüber dem Wirtschaftswachstum ab. Und dann sehen Sie die beiden anderen Komponenten, die wichtig sind für die ganze Diskussion um Degrowth und die Frage, ob Wirtschaftswachstum langfristig möglich ist. Das ist die Energieintensität und die Kohlenstoffintensität. Und Sie sehen, diese Energieintensität misst, wie viel Primärenergie wir benötigen, um eine Einheit Sozialprodukt zu produzieren. Und diese Energieintensität sinkt, oder Sie könnten auch den Kehrwert bilden und sagen, die Energieeffizienz steigt. Und das waren doch beträchtliche Fortschritte auf globaler Ebene. Also wir fahren heute mit effizienteren Autos, aber wir haben eben auch mehr Autos zur Verfügung. Und diese Energieeffizienzgewinne, die wurden jedes Mal überkompensiert durch das Wirtschaftswachstum und natürlich auch durch das Bevölkerungswachstum, aber hauptsächlich durch das Wirtschaftswachstum. Und dann haben wir hier noch eine besorgniserregende Entwicklung, dass hier in den vergangenen Dekaden die Kohlenstoffintensität gesunken ist, aber in der letzten Dekade steigt sie. Das hat damit zu tun, dass weltweit in China, Indien, in den USA die Nutzung von Kohle im Stromsektor wieder ungeheuer wettbewerbsfähig und rentabel geworden sind. Wir befinden uns seit 3 Dekaden wieder in einer Renaissance der Kohlenutzung weltweit. Darüber möchte ich aber heute nicht sprechen, denn der größte Balken ist das Wirtschaftswachstum. Und es ist klar, dass aus dieser Perspektive das Wirtschaftswachstum gewissermaßen als Kandidat vor dem Forum der Vernunft steht, ob das eigentlich langfristig in die richtige Richtung geht. Und da gibt es aus meiner Sicht im Wesentlichen zwei Einwände gegen nachhaltiges Wirtschaftswachstum, dass man sagt, das heutige Wachstum funktioniert nicht, wir brauchen Green Growth. Da ist aus meiner Sicht das Problem bei Green Growth, dass eigentlich völlig unklar ist, was an diesem Growth genau green sein soll. Wenn Sie die Untersuchungen der UNEP nehmen, dann heißt das einfach, dass man sich vorstellt, wenn man die Umwelt repariert, dann gibt es zusätzliche Investitionen, das ist ja gut für die Wirtschaft. Das ist aber aus meiner Sicht ein völlig unzureichendes Konzept, denn Reparaturmaßnahmen können ja schlecht als Wohlfahrtserhöhung ausgegeben werden. Also bleibt im Grunde genommen eine zweite Option übrig, die zu diskutieren ist, nämlich die Degrowth-Option. Und wenn Sie sich vorher an dieses Bild erinnern, dann legt es ja zunächst mal eine Vermutung nahe, wenn man das Wirtschaftswachstum absenkt, dann könnte das doch eigentlich dazu führen, dass man damit auch das Wachstum der Emissionen abbremsen kann. Und so ist es eigentlich in den letzten Jahren, vor allem in den entwickelten Ländern, in den reichen Ländern dazu gekommen, dass es eine heftige Debatte gibt zur Frage von Degrowth, in der vor allem der materialistische Lebensstil, also wo es um die Frage geht, dass wir den Konsum pro Kopf einfach erhöhen, aus verschiedener Perspektive in Frage gestellt worden ist. Wir haben hier einige Publikationen aus ganz verschiedenen Richtungen, die also sich jetzt mit dieser Frage beschäftigen, wäre Degrowth eine sinnvolle Option.
Ich möchte Ihnen zunächst mal hier gegen die Degrowth-Option zwei Einwände formulieren. Der erste ist rein verteilungspolitischer Natur. Und um Ihnen sozusagen die geopolitische Problematik einer solchen Strategie vor Augen zu führen, nehme ich jetzt einfach mal an, wir hätten Nullwachstum. Also ich rede noch gar nicht mal von negativem Wachstum. Nehmen wir mal Nullwachstum. Hätten wir weltweit Nullwachstum, dann ist es doch ziemlich unwahrscheinlich, dass die Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen akzeptabel wäre. Jedenfalls nicht im heutigen Ausmaß. Und jetzt nehmen wir mal an, wir würden langfristig auf eine Gleichverteilung hinaus wollen, was aus meiner Sicht, wenn wir kein Wachstum hatten, eigentlich die einzig ethisch akzeptable Position darstellen könnte. Das kann man diskutieren. Aber immerhin, ich habe das jetzt mal, um das Argument durchzuziehen, mal versucht, hier klarzumachen. Das würde also bedeuten, dass etwa Lateinamerika auf seinem heutigen Niveau bliebe, dass Afrika das Bruttosozialprodukt pro Kopf etwa um das Siebenfache steigern könnte, aber die Vereinigten Staaten ihr Wachstum um 80% einschränken müssten. Also die müssten dann tatsächlich eine ziemlich radikale Degrowth-Strategie fahren. Ich überlasse es Ihrem politischen, geopolitischen Urteilsvermögen abzuschätzen, wie realistisch eine solche Option ist. Ich kann nur sagen, aus meinen Verhandlungen im Weltklimarat schlagen einem die Entwicklungs- und Schwellenländer die Nase vor der Tür zu, wenn man mit der Forderung an sie herantritt, Klimaschutz ist nur vereinbar, wenn wir eine Degrowth-Strategie anpacken. Das kann man diskutieren, aber ich möchte Ihnen zunächst mal nur vor Augen führen, was es bedeuten würde, wenn wir lediglich eine Nullwachstumsstrategie fahren würden. Und dann stellt sich die zweite Frage, selbst wenn wir eine Nullwachstumsstrategie fahren würden, würde uns das überhaupt instand setzen, in die Lage versetzen, klimapolitisch relevante Ziele zu erreichen? Und aus diesem Grund habe ich mal versucht, Folgendes zu tun. Ich habe mal zwei Szenarien gerechnet, die mit dem 2-Grad-Ziel vereinbar sind. Hier ein hohes Wachstum, das ist etwa 2% pro Jahr. Und hier ein Wachstum, ein Wirtschaftswachstum von 1%, wo aber dann gegen Ende des Jahrhunderts das Pro-Kopf-Einkommen auf einen stationären Wert konvergiert. Und was Sie hier sehen, ist, und das ist jetzt die entscheidende Frage oder das entscheidende Problem, Sie sehen natürlich, dass das Wirtschaftswachstum abflacht, keine Frage. Sie sehen aber auch, dass wir sozusagen eine erhebliche Absenkung der Energieintensität benötigen, aber was noch wichtiger ist, eine Absenkung der Kohlenstoffintensität. Und das ist nur möglich, wenn wir kohlenstofffreie Alternativen haben, also im Wesentlichen durch Innovationen. Und wie schauen diese Innovationen aus? Das will ich jetzt nicht im Detail diskutieren, das haben wir im Weltklimarat mit großer Intensität betrieben. Sie sehen, dass die Lücke zu füllen zwischen dem Emissionswachstum, das eintreten wird und das, was geschehen müsste, das muss sozusagen in etwa durch die gleichen Technologien ausgefüllt werden, also durch einen starken Anteil der Erneuerbaren, durch Biomasse. Hier haben wir auch Szenarien im Weltklimarat gerechnet, die zeigen, dass man die Kernenergie sehr leicht zum Beispiel durch Erneuerbare ersetzen kann, dass wir CCS im globalen Maßstab wahrscheinlich benötigen. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht die Technologieportfolios mit Ihnen diskutieren, jedenfalls nicht jetzt im Augenblick, sondern ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass die Frage, mit welchen Technologien wir den Transformationsprozess vorantreiben, sich nicht wesentlich unterscheidet zwischen einem hohen Wachstum und einem geringen Wachstumsszenario. Das ist sozusagen die Kernbotschaft. Und damit komme ich eigentlich zu meiner ersten Schlussfolgerung. Die Begrenzung der globalen Erwärmung auf etwa 2 Grad erfordert eine Reduktion der Kohlenstoffintensität des Bruttosozialprodukts von 4-7%. Mit Degrowth könnte man vielleicht 2% der jährlich benötigten Reduktion erzielen, aber die Frage ist, wie erreichen wir dann die anderen 2-5%? Und darüber hinaus ist diese Option der Wachstumsreduktion eine besonders teure Option. Eine 1%ige Reduktion des Wirtschaftswachstums ist in etwa äquivalent wie eine, das hat etwa Kosten von 2000 US-Dollar pro Tonne CO2, verglichen mit etwa 40 Dollar pro Tonne CO2 bei Windenergie. Das heißt also, wir müssen wissen und verstehen, dass wir mit dieser Degrowth-Option
gar nicht mal in die relevanten Bereiche kommen. Und zum anderen, dass diese Option eigentlich ziemlich teuer ist. Mit anderen Worten, wir müssen unterscheiden, klar unterscheiden, mit welche Ziele wollen wir eigentlich erreichen, welche Ziele sollen erreicht werden und welche Mittel sollen eingesetzt werden. Und damit stellt sich doch die Frage, wie kommen wir zu einer rationalen Mittelwahl? Und da scheint mir wichtig zu sein, dass wir zunächst mal für den Fall des Klimawandels etwa CO2 einen Preis geben müssen, dass es der technologiepolitischen Instrumente bedarf, zum Beispiel Investitionen in Forschung und Entwicklung, dass wir selbstverständlich Versicherungsmechanismen gegen technische Risiken benötigen, dass wir auch in der Frage der Landnutzung Instrumente benötigen, die es uns erlauben, die Risiken zu reduzieren. Aber wenn alle Umweltschutzziele erreicht werden durch einen gezielten Einsatz von Politikinstrumenten, warum sollte dann darüber hinaus das Wirtschaftswachstum absichtlich und zusätzlich verlangsamt werden, vor allem angesichts der Kosten, der verteilungspolitischen Kosten, aber auch der Effizienzverluste einer solchen Strategie. Mit anderen Worten, ich glaube, dass Wirtschaftswachstum und Klimaschutz im Wesentlichen vereinbar ist, wenn es dazu kommt, dass wir den Märkten einen vernünftigen politischen Rahmen geben, etwa der Gestalt, die ich Ihnen ganz grob in meiner vorigen Folie skizziert habe. Eine ganz andere Frage ist, ob Wirtschaftswachstum überhaupt erstrebenswert ist. Und ich finde, diese beiden Fragen müssen streng auseinandergehalten werden. Denn wenn wir über die Frage reden, ob Wirtschaftswachstum erstrebenswert ist, dann müssen wir natürlich darüber reden, ob Wirtschaftswachstum Menschen zum Beispiel glücklicher macht. Ob der Konsum, den wir durch Wirtschaftswachstum versuchen zu erzielen, ob der überhaupt für Menschen eine Bedeutung hat. Und deswegen möchte ich eigentlich hier das Argument machen, dass Wirtschaftswachstum kein Selbstzweck ist, dass wir uns aber die Frage stellen sollten und auch stellen dürfen, ob Wachstum überhaupt ein Mittel ist, die Wohlfahrt zu erhöhen. Und da gibt es aus meiner Sicht drei wesentliche Bereiche, die zu diskutieren sind. Da ist zunächst mal so der Standardeinwand der Liberalen oder die Standardperspektive der liberalen Wirtschaftstheorie, die sagt, die Menschen sollen das bekommen, was sie haben wollen. Ja, wenn Menschen sozusagen sich entscheiden für mehr Konsum, sollen sie mehr Konsum bekommen. Dagegen stehen zwei Einwände aus der Sozialpsychologie, die versucht zu zeigen, dass die Lebenszufriedenheit und die Frage, ob das Leben für Menschen bedeutungsvoller wird, in keiner Weise in einem linearen Zusammenhang steht mit Wirtschaftswachstum und dass Glück und Bedeutung nicht das auch keine die gleiche Bedeutung haben, weil Menschen oft nicht das wählen, was sie glücklich macht, eben weil sie eben andere Ziele haben im Leben oder weil sie glücklich sein wollen, aber es nicht verstehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um zum Glück zu kommen. Und dazu ein paar Daten. Das hier ist der Versuch, den Zusammenhang von Bruttosozialprodukt und Lebenszufriedenheit zu messen. Das nennt man in der Literatur das Easterlin-Paradox. Dieses Paradox ist hochgradig umstritten für nahezu alle Länder, aber es scheint einigermaßen zu stimmen für die Vereinigten Staaten. Und Sie sehen, dass der Glückslevel, die Zufriedenheit, das Glücksempfinden sich vom Wachstum des realen Pro-Kopf-Einkommens in den Vereinigten Staaten zumindest entkoppelt hat. Und jetzt ist die Frage, was sind eigentlich die Gründe dafür? Und hier bringt die Sozialpsychologie zwei Effekte in Anschlag. Und diese beiden Effekte haben unmittelbare Konsequenzen für die Wirtschaftspolitik der Länder, für die Wirtschaftspolitik der Nationalstaaten. Der erste Effekt ist der Statuswettbewerb. Hier geht es nämlich darum, dass Menschen ihr Glück nicht daran messen, was sie an absolutem Zugewinn an Konsum haben, sondern dass sie sich ständig mit anderen vergleichen. Und wenn sie sich ständig mit anderen vergleichen, geraten sie leicht in einen Statuswettbewerb. Ein liberaler Wirtschaftstheoretiker würde darauf antworten, okay, wenn die Leute halt Statuswettbewerb wollen und wenn sie am Samstag, anstatt zur Böll-Stiftung zu gehen, lieber in den Kaufhäusern Statuswettbewerb exerzieren wollen, sollen sie doch das machen. Wenn man jetzt aber die Perspektive nimmt, der Glücksmaximierung, das größte Glück der größten Zahl, und es ist interessant, dass gerade durch die Glücksforschung der Glücksutilitarismus wieder hoffähig geworden ist, dann würde eine solche Glücksmaximierung natürlich eine Besteuerung des Konsums verlangen. Warum? Wir würden nämlich alle glücklicher werden, wenn wir, gemessen an unserem Glück,
wenn wir diesen Statuswettbewerb zurückfahren würden. Ähnliches gilt für den Gewöhnungseffekt. Menschen neigen offensichtlich dazu, dass sie die Neuheit von Konsum, der Zugewinn an Lebenszufriedenheit, den sie daraus gewinnen, überschätzen. Und auch hier wäre für eine Politik der Glücksmaximierung diesen Grund, das Wirtschaftswachstum, den Pro-Kopf-Konsum zu besteuern. Warum? Weil eben die Menschen durch den Gewöhnungseffekt nicht glücklicher werden und das Wirtschaftswachstum im Wesentlichen dysfunktional ist. In beiden Fällen hätte ein liberaler Wirtschaftstheoretiker oder ein liberaler Wirtschaftspolitiker keinen Grund zur Besteuerung. Hingegen hätte ein Utilitarist sehr wohl einen Grund, hier den Konsum zu besteuern und das Wirtschaftswachstum zu verlangsamen. Eine besonders interessante Perspektive kommt nun jetzt ins Spiel bei den Psychologen, die jetzt versuchen, den Zusammenhang von Bruttosozialprodukt und dem Sinn des Lebens zu ermitteln. Das ist eine besonders bedeutsame Untersuchung. Sinn und Glück des Lebens sind zwei grundsätzlich verschiedene Perspektiven. Beim Glück geht es darum, was ist mein Wohlbefinden, wie viele Stunden an Wohlbefinden pro Tag verlebe ich. Bei der Frage des Sinn des Lebens, da geht es um die Frage, ob ich meinem Leben eine Bedeutung geben kann. Also frei nach Nietzsche, der sagt, wer ein Warum hat, kann jedes Wie ertragen. Und diese Leute haben also versucht, diese Sozialpsychologen, das zu ermitteln, und zwar in einem Ländervergleich. Und sie kommen zu dem Ergebnis, dass das Wirtschaftswachstum dazu führt, dass die Menschen ihrem Leben weniger Sinn beimessen können. Und zwar hat es nichts damit zu tun, dass etwa die sozialen Netzwerke zerfallen, sondern hier ist ihre These, das hat im Wesentlichen damit etwas zu tun, dass durch die Säkularisierung der Sinn des Lebens erodiert. Sie könnten das anders sagen, das ist jetzt meine Interpretation. Der Sinn des Lebens erodiert offensichtlich, weil Menschen immer weniger in der Lage sind, ihr eigenes Leben in eine große Erzählung einzubetten. Also etwa die Erzählung des Christentums, die sagt, es war ein guter Anfang, dann ist irgendetwas schiefgelaufen, wir mussten erlöst werden und am Ende wird alles gut. Diese Frage, ob sozusagen wir uns einbetten könnten in eine große Erzählung, eine große Meta-Erzählung, das ist eine offene Frage. Ich glaube aber, dass es nicht nur die großen Meta-Erzählungen gibt, die großen Narrative, sondern auch einige Subnarrative. Und die möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, weil die aus meiner Sicht für die Frage der Wirtschaftspolitik von grundsätzlicher Bedeutung sind. Aber auch hier gilt, Wachstum ist nicht per se erstrebenswert, aber es gibt auch keinen Grund, das Wachstum direkt zu begrenzen, sondern wir sollten uns die Frage stellen, wie wir Gemeinwohl überhaupt definieren. Und Gemeinwohl hat dann irgendetwas zu tun mit Glück, hat aber auch irgendetwas damit zu tun, welche Bedeutung Menschen ihrem Leben beimessen. Das möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz beschreiben und skizzieren. Lassen Sie mich wieder auf einen eher technischen Aspekt zurückkommen, der aber von größter Bedeutung ist, weil ich glaube, dass das ein Teil einer Erzählung sein kann, nämlich die Bedeutung der globalen Gemeinschaftsgüter. Wenn man das Klimaproblem auf einen sehr einfachen Nenner bringen will, dann kann man dieses Bild benutzen. Was Sie hier sehen ist, wir haben etwa 11.000 Gigatonnen CO2 in Form von Kohle, Öl und Gas im Boden. Wir dürfen noch in etwa, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen, noch 1.000 Gigatonnen in der Atmosphäre ablagern. Und das hat eine ökonomische und eine soziale Implikation, nämlich 80% der Kohle, 40% des Gases und 40% des Öls muss im Boden bleiben. Das wird aber nur gelingen, wenn die Menschheit einen einzigartigen, rechtsetzenden Akt vollzieht. Sie muss nämlich die Atmosphäre zu einem globalen Gemeinschaftseigentum erklären. Das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, in einem internationalen Dokument angedeutet wird, dass die Atmosphäre ein globales Gemeinschaftseigentum ist, das finden Sie in einer Fußnote des IPCC-Berichtes vom letzten März, und Sie sehen deutlich, im UN-Prozess vollziehen sich Revolutionen grundsätzlich in Fußnoten. Diese Fußnote ist aus meiner Sicht besonders lesenswert, weil es dort heißt, es gäbe Sozialwissenschaftler, die glauben, dass die Atmosphäre ein globales Gemeinschaftseigentum ist. So ist es auch. Was ist die Implikation eines solchen globalen Gemeinschaftseigentums, wenn wir 80% der Kohle, 40% von Gas und Öl im Boden belassen müssen? Die erste Implikation ist,
die Vermögenswerte der Besitzer von Kohle, Öl und Gas sinken. Das ist eine Aussage, die hat mir unglaublich viel Verdruss eingebracht, weil ich die nicht in einer Fußnote geäußert habe. Weil natürlich klar, die Besitzer von Kohle, Öl und Gas finden aus diesem Grund Klimapolitik nicht als eine wahnsinnig brillante Idee und sie empfinden auch die Erfindung des IPCC nicht als die größte institutionelle Innovation der letzten 40 Jahre. Aber so ist es nun mal. Das hat aber noch eine weitere Implikation. Wenn wir CO2 bepreisen müssen, CO2 einen Preis geben müssen, weil die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre knapp geworden ist, dann werden nicht nur die Vermögensbestände der Besitzer von Kohle, Öl und Gas abgewertet, sondern es entstehen zusätzliche Einnahmen. Und jetzt ist die Frage, was kann denn die Menschheit aus der Besteuerung gewissermaßen von Ressourcen renten, was kann die Menschheit damit tun? Nun, die Menschheit kann damit einerseits versuchen, sinnvolle Investitionen zu tätigen in CO2-freie Technologien. Sie kann Steuern senken, sie kann versuchen, die Staatsverschuldung abzusenken und sie kann versuchen, notwendige Infrastrukturinvestitionen zu tätigen. Und jetzt möchte ich Ihnen das mal ganz kurz erläutern, warum ich glaube, dass das aus meiner Sicht eine kraftvolle Erzählung werden könnte. Warum könnte das eine kraftvolle Erzählung werden? Die Idee einer CO2-Besteuerung ist mitnichten neu, jedenfalls nicht in diesen heiligen Hallen hier. Was aber neu an der ganzen Sache ist, ist Folgendes. Wir müssen anerkennen, dass die finanzpolitische Handlungsfähigkeit der Nationalstaaten durch die Globalisierung in den letzten 20 Jahren erheblich eingeschränkt worden ist. Warum? Wir beobachten, dass nicht nur Wähler die Performance von Regierungen bewerten, sondern in zunehmendem Maße auch Kapitalmärkte. Kapitalmärkte bewerten Verschuldungsgrenzen von Staaten, die eingehalten oder nicht eingehalten werden. Der globale Kapitalmarkt bestraft Regierungen, die Kapital besteuern wollen, weil Kapital mobil ist und dorthin wandert, wo die Besteuerung am günstigsten ist. Wenn Regierungen die Staatsverschuldung erhöhen, werden sie von den Kapitalmärkten abgestraft. So bleibt für die Erhaltung der finanzpolitischen Handlungsfähigkeit in vielen Nationalregierungen nur ein Weg, nämlich Arbeit zu besteuern, mit all den sozialen Konsequenzen, bedenklichen sozialen Konsequenzen, unter denen viele Länder leiden, weil eben die zunehmende Einkommens- und Vermögensverteilung für viele Regierungen, Nationalregierungen zunehmendes Problem darstellt. Jetzt stellt sich die Frage, gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma? Wir haben uns diese Frage gestellt und es gibt in der Tat einen Ausweg aus diesem Dilemma, nämlich die Besteuerung von Ressourcenrenten. Wir konnten zeigen in einer groß angelegten Untersuchung, dass die Besteuerung von Ressourcenrenten sehr viel besser ist, um die finanzpolitische Handlungsfähigkeit in globalen Kapitalmärkten zu erhalten, sehr viel besser als die Besteuerung von Kapital, sehr viel besser als die Besteuerung von Arbeit und auch besser als die Erhöhung der Staatsverschuldung. Das hat aber eine Voraussetzung. Und die Voraussetzung ist, dass die Staatseinnahmen so verwendet werden, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit und der Standortvorteil von Ländern dadurch erhöht. Und damit sind wir eigentlich wieder bei der Frage, was ist eigentlich Wohlstand? Und zwar Wohlstand in einem weiteren Sinne, der über die Definition von Pro-Kopf-Konsum und materiellem Konsum hinausgeht, sondern da geht es um die Frage, Investitionen ins Gesundheitssystem, ins Bildungssystem, in die Transportinfrastruktur. Und die Frage stellt sich, wäre das nicht ein vernünftiger Weg, die Steuersysteme sukzessive so umzubauen, dass wir mehr Ressourcen besteuern, mehr CO2 besteuern, um damit notwendige Infrastrukturinvestitionen zu tätigen? Und dann bin ich fast schon am Schluss. Wir haben uns das mal angeschaut. Was würde es eigentlich bedeuten, wenn wir vor allem in den Entwicklungsländern einen universellen Zugang zu sauberem Strom ermöglichen würden, zu Wasser, zu sanitären Anlagen und vor allem auch zur Telekommunikation. Und wir haben angefangen bei einer CO2-Besteuerung, bei einem CO2-Preis von 10 Euro pro Tonne CO2, ließe sich in den meisten Ländern kraftvolle Schritte unternehmen, diesen universellen Zugang zu ermöglichen. Und Sie sehen also hier, das geht nicht ganz ohne internationale Umverteilung in der Klimapolitik. Diese türkisfarbenen Flächen zeigen,
dass der Infrastrukturbedarf größer ist als die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung. Aber Sie sehen, in vielen Ländern ist das möglich. Und wenn wir hier sozusagen noch Ressourcenbesteuerung mit dazu nehmen und Umverteilung aus der Klimapolitik zulassen, ließe sich ein solcher universeller Zugang zu zentralen Infrastrukturdienstleistungen ohne weiteres ermöglichen. Lassen Sie mich zusammenfassen. Erstens, anhaltendes Wirtschaftswachstum erscheint möglich, zumindest aus der Perspektive der Klimapolitik. Wirtschaftswachstum kann kein Selbstzweck sein, aber es könnte dazu beitragen, erstrebenswerte Ziele zu erreichen. Politik sollte sich nicht primär mit Wachstum, sondern mit Wohlfahrt befassen. Wohlfahrt ist ein schreckliches Wort, aber mir fällt kein anderes ein. Der letzte Punkt, wir übernutzen die globalen Gemeinschaftsgüter, zum Beispiel die Atmosphäre und die Ozeane, und nutzen lokale und globale Gemeinschaftsgüter zu wenig, wie zum Beispiel Wissen oder auch den Zugang zu notwendiger Infrastruktur. Dies könnte ein sinnvoller Ausgangspunkt für ein Wohlstandsmodell des 21. Jahrhunderts sein. Und ich glaube, dass es auch ein Teil einer größeren Erzählung sein könnte, in der es dann am Ende um die Frage geht, ob es der Menschheit gelingt, aus Common Pool Ressourcen, die tendenziell übernutzt wurden, globale Gemeinschaftseigentümer zu definieren. Und ich glaube, wenn man diese zentrale Frage der Wirtschaftspolitik ernst nimmt, dann ließe sich der Zielkonflikt oder die dysfunktionale Diskussion um Wachstum, Green Growth und Degrowth überwinden. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich glaube, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Globale Tour d'Horizon mit konkreter politischer Handlungsanweisung am Ende oder Empfehlung am Ende. Ich würde gerne, Herr Innehofer, mit ein bisschen Empirie einsteigen. Sie haben in einer Ihrer Folien gezeigt, dass Wirtschaftswachstum in den letzten 2 Jahrzehnten oder vielleicht sogar über einen längeren Zeitraum der entscheidende Treiber für steigende CO2-Emissionen war. Jedenfalls bedeutsamer als das Bevölkerungswachstum. Jetzt ist vor ein paar Tagen eine Meldung durch die Medien gegangen der Internationalen Energieagentur, dass nach ihren Berechnungen 2014 die energiebedingten CO2-Emissionen, ich unterstreiche, energiebedingten CO2-Emissionen, nicht mehr gestiegen sind. Und das bei einem globalen Wirtschaftswachstum von 3% in 2014. Es hat zwar schon ab und zu mal Jahre gegeben, in denen dieses Phänomen auch beobachtet wurde, stagnierende oder sogar sinkende CO2-Emissionen, aber das war immer mit massiven Rezessionen verbunden. Und jetzt ist zum ersten Mal seit 40 Jahren, wenn die Zahlen richtig sind, zu beobachten gewesen, dass, ich würde sagen, vielleicht doch ein Indiz für eine beginnende Entkopplung von Wirtschaftswachstum und CO2-Emissionen zu beobachten ist. Wie bewerten Sie das? Also, das glaube ich nicht. Und ich will Ihnen sagen, warum ich das nicht glaube. Erstens mal ist ein Jahr und da kann man ja nicht klar viel sagen dazu. Zum Zweiten, es fehlen wichtige Emissionen, zum Beispiel die Zementemissionen. Und der dritte Aspekt ist, es hat schon oft gegeben, also die IEA hat ja ihre Emissionszahlen auf der Basis der Zumeldung von Ländern. Und wir haben also in den letzten 10 Jahren schon öfter erlebt, dass manche Regierungen dann nachjustiert haben. Und ich würde mal sagen, das warten wir mal ab, ob sie daraus eine Entkopplung ergibt. Es würde mich wirklich sehr überraschen, denn die Zahlen, die wir vorher sehen, also seit 30 Jahren,
beobachten wir nicht nur in China, sondern wir beobachten auch in Afrika eine zunehmende Kohlenutzung. Und dass also jetzt plötzlich dieses Mirakel eintritt, dass also jetzt alle mit der Kohlenutzung aufhören, weil wir im IPCC so dramatische Berichte eröffnet haben, das würde mich sehr freuen, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht ganz. Vor allem glaube ich auch das deswegen nicht. Ich bestreite nicht, dass es Energieeffizienzsteigerungen gegeben hat, aber warum sollten die sich nicht in der langen Sicht nicht wieder umsetzen in zusätzliches Wirtschaftswachstum? Wir haben so gut wie keine vernünftige CO2-Bepreisung weltweit. Also mit anderen Worten, ich bin skeptisch. Sollte das sich einstellen, dass jetzt die große Entkopplung eintritt, dann würde ich sagen, dann würde ich doch mich vielleicht nochmal 3 Monate zurückziehen, mir das genauer anschauen und dann meine eigenen Theorien nochmal überdenken. Gut, ich hake nochmal ein bisschen nach. Ich meine, wir haben ja in der OECD-Welt, also bei den hochentwickelten Industrieländern, gibt es ja diese Tendenz bereits. Das sagen Wirtschaftswachstum und CO2-Emissionen sich beginnen zu entkoppeln, zumindest was den Energiesektor betrifft. Und da hatten wir ja 2014, wenn ich zum Beispiel die Bundesrepublik nehme, wir hatten ein Minus von 5% bei den energiebedingten CO2-Emissionen in Deutschland bei einem Wirtschaftswachstum von 1,6%. USA, wenn man die Statistiken aus dem letzten Jahr nimmt, der Löwenanteil der neuen Energiekapazitäten waren erneuerbare Energien. Für 2015 rechnet man in den USA damit, dass etwa 12 Gigawatt Kohle aus dem Netz gehen, während wir einen enormen Zuwachs auf der Seite von Wind- und Solarenergie sehen. Also auch dort scheint Energiewende zu greifen. Wie es mit der Energieeffizienz aussieht in den USA, traue ich mir jetzt kein Urteil zu. China im letzten Jahr zum ersten Mal weniger Kohle, zum ersten Mal. Also auch steigender Energiebedarf nicht mehr verbunden mit wachsender Kohleverbrennung, während wir gleichzeitig einen enormen Boom bei den erneuerbaren Energien sehen. In den letzten 8 Jahren war der Ausbau der erneuerbaren Energien in den Schwellenländern und in Entwicklungsländern jährlich 17% plus. Das hat doch aus meiner Sicht jedenfalls was zu tun mit der dramatischen Kostendegression, die wir bei Solar und Wind sehen. Wie weit spielt das, sagen, in Ihrer Betrachtung eine Rolle? Also Verteuerung von sagen, fossilen Energien und CO2-Emissionen ist das eine, aber die dramatische Kostensenkung auf der Seite der erneuerbaren Energien, verändert die nicht auch das Szenario? Also ich bestreite nicht die enormen Fortschritte bei der Solarenergie. Das ist überhaupt keine Frage. Ich bestreite auch nicht die enormen Fortschritte bei den Erneuerbaren. Nur das, was mich skeptisch macht, ist Folgendes. Wenn man sich mal anschaut, die produktionsbasierten Emissionen, dann haben Sie natürlich völlig recht, dann sehen wir zumindest im OECD-Raum eine gewisse Stabilisierung der Emissionen. Wenn wir aber die konsumbasierten Emissionen anschauen, dann sehen wir bislang noch keine Entkopplung. Das heißt mit anderen Worten, um das mal so ein bisschen drastisch zu formulieren, China ist nach wie vor die Werkbank der Welt. Weil China die Werkbank der Welt ist, werden netto die größten Emissionen von China in die USA und nach Europa exportiert. Natürlich hat China ein riesiges Kohleproblem, natürlich will China da was tun, aber ich bin ehrlich gesagt sehr skeptisch, ob das so passieren wird. Und bei den Vereinigten Staaten, ja, Obama macht was. Obama hat mutige Schritte veranlasst, aber es bleibt sozusagen auf der Habenseite übrig, dass die Nachfrage nach Kohle nach wie vor steigt und die Vereinigten Staaten gerade wegen der Energiewende, auch wegen Gas in den Vereinigten Staaten zwar national ihre Emissionen senken, aber trotzdem der größte Kohleexporteur oder ein großer Kohleexporteur werden könnten. Ich meine, ich will jetzt nicht sozusagen hier die Fortschritte zunichte machen oder die Fortschritte kleinreden, die es gibt und die Anzeichen und die Potenziale, die aufgebaut worden sind zur Entkopplung. Was ich sage ist, das wird aber nur dann voll und ganz greifen und nicht durch das Wirtschaftswachstum überkompensiert werden, wenn wir den Einstieg in eine CO2-Bepreisung finden. Kein Widerspruch. Ich insistiere ja nur deshalb auf diese, ich sag mal, zarten Pflänzchen von Hoffnungen, dass da eine Trendwende sich anbahnt,
Weil wenn wir auf Ihre erste Folie zurückgehen, die, finde ich, nochmal enorm eindrucksvoll war, diese Konvergenz, die wir da sehen zwischen Entwicklung der Weltbevölkerung, Entwicklung des Pro-Kopf-Einkommens, also Wirtschaftswachstum, und Entwicklung der CO2-Emissionen mit Beginn der industriellen Revolution über die letzten 150 Jahre exponentiell nach oben. Das war ja auf der einen Seite ein wirklich dramatischer sozialer Fortschritt, den wir zumindest in den industrialisierten Ländern gesehen haben. In der Zeit hat sich die Lebenserwartung etwa verdoppelt. Ja. Heute lebt ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung in Verhältnissen, von denen sagen die Aristokratie im 18. Jahrhundert schon allenfalls geträumt hätte. Gleichzeitig ist eben der Effekt, den Sie dann sagen, gezeigt haben, dass wir damit die ökologischen Grundlagen der Zivilisation untergraben. Und wenn man dieses Schaubild sich nochmal vor Augen führt, dann liegt doch die entscheidende Herausforderung genau darin, ob es uns diese Entkoppelung gelingt. Ja? Und positiv gesprochen hieße ja Entkoppelung der Sprung aus dem Fossilen in ein solares Industriezeitalter. Also da stimme ich voll und ganz zu. Ich würde noch mal ganz gern Folgendes sagen. Wie würde denn eine, mein Schlusswort war, wir müssen dazu kommen, dass wir die Atmosphäre, die Ozeane als globales Gemeinschaftseigentum der Menschheit definieren. Man kann natürlich jetzt sagen, wieso sollte denn das überhaupt der Fall sein? Es könnte doch sein, es geschieht dieses Wunder, dass die Stromgestehungskosten, also die gesamten Stromgestehungskosten von Wind und Solar günstiger sind als die Extraktionskosten von Kohle. Dann sind wir das Problem los. Dann brauchen wir am Freitag uns nicht mehr Gedanken machen, ob wir am Sonntag zu den internationalen Klimaverhandlungen gehen. Dann wäre Paris gelaufen. Nur meine Aussage ist, ich glaube, dass dieser technische Fortschritt gewissermaßen als Manna from the Heaven sich nicht so schnell vollzieht, dass er klimapolitisch hinreichend relevant wird. Ich bestreite überhaupt nicht den technischen Fortschritt, wir brauchen den. Aber was ich sage ist, wenn der technische Fortschritt ein bisschen weniger radikal ist, als ich das jetzt gerade skizziert habe, dann braucht dieser technische Fortschritt ein Komplement, und dieses Komplement ist die CO2-Bepreisung. Und mich stört so ein bisschen ein Teil der Erzählung, wo man eben sagt, okay, der technische Fortschritt, der setzt sich in einer Radikalität durch, dass im Grunde genommen kein Mensch mehr einen Anreiz haben wird, Kohle, Öl oder Gas aus dem Boden zu holen. Und daran glaube ich nicht. Kann ja sein, dass das passiert. Dann ist die CO2-Bepreisung bestenfalls dysfunktional oder wir brauchen sie nicht. Aber wenn wir sozusagen dieses enorme Tempo des technischen Fortschritts nicht haben werden, dann ist aus meiner Sicht die CO2-Bepreisung eine Conditio sine qua non für die Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Emissionswachstum. Und dann geht es nur, wenn es geeignete politische Rahmenbedingungen gibt, und das müssen globale Rahmenbedingungen sein, und deswegen bleibt eben Paris im Herbst diesen Jahres trotz allem eine vielleicht nervige, aber dennoch eine wichtige Konferenz. Globale Rahmenbedingungen, die auch eine Art solidarischen Finanzausgleich zwischen dem reichen Norden, wenn man jetzt mal pauschal redet, und den ärmeren Entwicklungsländern vorsehen. Wie könnte das ausgestaltet sein? Naja, aus meiner Sicht ist es so. Ich glaube, der ganze UNFCCC-Prozess, der ist langsam. Es wird ein gewisses Abkommen geben. Das wird aber in Paris nicht wahnsinnig ehrgeizig sein. Was aus meiner Sicht jetzt notwendig sein wird, ist, und das habe ich ja vorher angedeutet, es gibt, glaube ich, hinreichende Indizien dafür, dass es für nationale Regierungen hochgradig interessant ist, ihre Steuersysteme zugunsten einer vermehrten CO2- und Ressourcenbesteuerung umzustellen. Das scheint mir, und das ist interessant, unabhängig von der Frage, ob die Finanzminister sich für Klimapolitik interessieren oder nicht. Wir haben da der Aufsatz, den wir geschrieben haben, heißt, warum Finanzminister an der CO2-Preisung interessiert sein sollten, selbst wenn ihnen der Klimawandel egal ist. Weil eben, ja, so ist es. Wir reden immer mit den Umweltministern, wir müssen aber auch mit den Finanzministern reden. Und die glauben halt nicht an den Klimawandel. Also sie können da weit rumfahren. In der Welt, Finanzministerien sind da relativ agnostisch. Aber Finanzministerien haben eben das Problem, dass ihre finanzpolitische Handlungsfähigkeit erodiert. Und dort könnte zumindest für einen relevanten Zeitraum für die nächsten Dekaden eine CO2-Bepreisung plus eine Ressourcensteuerung
eben sinnvoll sein, um Infrastrukturinvestitionen zu tätigen, die vor allem für Entwicklungs- und Schwellenländer zur Armutsbekämpfung interessant sind. Also wir glauben auch, dass vor allem solche Infrastrukturinvestitionen die Ungleichheit der Einkommens- und Vermögensverteilung drastisch reduzieren können. Und damit zeigt sich, ich bin gleich fertig, dass die CO2-Bepreisung so ausgestaltet werden kann, dass sie mit einer Armutsbekämpfung kompatibel ist. Ich wollte Sie gar nicht abwürgen, sondern war elektrisiert und wollte da einhaken, weil das gängige Narrativ geht ja gerade andersrum. Das gängige Narrativ sagt ja, Ressourcenbesteuerung, also Ökosteuern, haben eine soziale Schieflage in der Verteilungswirkung und deshalb ist man so zurückhaltend und traut sich nicht so richtig, dieses Thema anzufassen. Also nicht nur punktuell mal hier oder dort Ressourcensteuern zu erhöhen oder auch nur kontraproduktive Subventionen abzubauen, sondern wirklich einen Umbau des Steuersystems voranzutreiben. Und jetzt sagen Sie, das wäre nicht nur sozialverträglich, sondern wäre sogar gleichheitsfördernd. Wie? Naja, also zunächst mal, die Frage ist ja immer, eine CO2-Steuer hat ja eine schöne Eigenschaft, dadurch entstehen Einnahmen. Und mit diesen Einnahmen kann man eben andere Steuern senken. Man kann die Staatsverschuldung abbauen oder man kann sie ausgeben für sinnvolle Infrastrukturmaßnahmen. Und jetzt ist die entscheidende Frage die, und da haben wir uns als Ökonomen viel zu wenig Gedanken drüber gemacht, wie kann man also jetzt eine CO2-Besteuerung so ausgestalten, dass sie für verschiedene Länder verschiedene Zwecke erfüllt. Und ich denke, eine CO2-Besteuerung ist eben auch für viele Länder in Afrika von großer Bedeutung. Erstens, weil in der Zukunft die Städte in Afrika entstehen werden. Nicht die Megastädte, aber immerhin viele Millionen Städte werden in den nächsten Dekaden in Afrika entstehen. Es wird dort einen gewaltigen Infrastrukturbedarf geben, den man damit zumindest teilweise decken kann. Das Zweite ist, man kann natürlich auch die Einnahmen so ausgestalten, dass man de facto die regressiven Wirkungen, also die überproportionale Benachteiligung der ärmeren Haushalte, dadurch überkompensiert, dass man entweder die CO2-Steuer so rückerstattet, dass eben dann die ärmeren Haushalte überproportional verdienen oder dass man eben Anpassungen im Einkommensteuersystem vornimmt. Klar ist natürlich, eine CO2-Steuer, die steigt per se, hat regressive Wirkungen, in der Regel regressive Wirkungen und benachteiligt überproportional die ärmeren Haushalte. Aber ausgestaltet werden kann das sehr wohl sozialpolitisch verträglich und kann kompatibel gemacht werden mit der Armutsbekämpfung. Und ich glaube, das ist ja eines der großen Gegennarrative, etwa von Lomborg, der uns immer erzählt, der Klimawandel ist gar nicht so wichtig, das Wichtigste ist die Armutsbekämpfung. Er erzählt uns aber nie, wo die Mittel herkommen sollen zur Armutsbekämpfung. Ich glaube, hier ist ein Weg. Und nochmal, eine Komplementierung durch eine Einkommensteuerreform plus sinnvolle Infrastrukturausgaben, das ist aus meiner Sicht ein Weg, wie so eine Steuerreform auch sozialverträglich ausgestaltet werden kann. Ich will nochmal ein Stichwort, wir haben noch vielleicht 5 Minuten, aufgreifen, das Sie eben sagen, erwähnt haben, Urbanisierung. Als ich mir vorhin Ihren Vortrag zu Gemüte geführt habe und Sie über Wohlstandseffekte von Wirtschaftswachstum oder Sie haben ja die Glücksforschung dann bemüht, den zerrissenen Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Lebenszufriedenheit. Wie weit das für die hochindustrialisierten Länder gilt, würde ich auch nochmal ein Fragezeichen setzen. Jedenfalls glaube ich, dass man die Gleichung nicht einfach umkehren kann. Also weniger Wachstum oder sogar Degrowth wird nicht zu einer größeren Zufriedenheit führen. Und Nullwachstum löst ja, das haben Sie ja herausgearbeitet, kein einziges Problem, weder sozial noch ökologisch. Das bedeutet erstmal Status quo. Und wenn man davon ausgeht, dass wir die globalen CO2-Emissionen bis zur Mitte des Jahrhunderts 50% senken müssen, ist das ja über eine Degrowth-Strategie schlechterdings unvorstellbar. So, jetzt haben Sie, wenn man über die Treiber von globalem Wirtschaftswachstum spricht, das ist ja am allerwenigsten der sagen Luxuskonsum sagen in den sagen reichen Ländern, sondern das ist doch der große Aufbruch
in dem sich gerade Milliarden Menschen befinden, aus Agrargesellschaften in moderne Industriegesellschaften. Und dazu gehört Urbanisierung. Wenn ich die UN, wenn ich das für bare Münze nehme, was da an Prognosen kommt, dann wird sich die Zahl der Stadtbewohner in den nächsten 30 Jahren etwa verdoppeln. Verdoppeln. Das heißt, wir haben eine Verdoppelung des urbanen Raums mit Gebäuden, mit Infrastruktur, mit Mobilität, mit allem, was da dran hängt. Also da geht es um physisches Wachstum. Wie ist das aus Ihrer Sicht, sagen, auf einem ökologischen Pfad zu bewältigen? Also ich glaube, die wichtigste Einsicht aus dem 5. Sachstandsbericht des IPCC ist ja, dass wir sagen, Dekarbonisierung des Stromsektors gut und schön, das müssen wir bis zur Mitte des Jahrhunderts geschafft haben, das wird auch gehen. Aber was ja bleibt, ist, dass, wie Sie sagen, Urbanisierung schnell voranschreitet. Es wird also einen zusätzlichen Bedarf an Boden geben. Wenn wir ambitioniert die Klimapolitik betreiben wollen, werden wir in irgendeiner Form auch über das Thema Bioenergie reden müssen. Das heißt, also aus meiner Sicht ist die Kernthese ist nicht, wie Piketty sagt, Capital is back. Die Kernthese ist, Land is back. Und wenn Sie mal das Piketty-Buch genau lesen, dann werden Sie in den Statistiken feststellen, dass Piketty immer Kapital und Land, vor allem städtischen Boden, zusammenwirft. Wenn Sie aber sich mal das genau anschauen, zum Beispiel für Frankreich, werden Sie feststellen, dass das überproportionale Wachstum des Kapitals zurückgeht auf die Wertsteigerung des städtischen Bodens. Und ich glaube, wir werden uns auf eine Welt zubewegen, in der plötzlich das Thema Land, und zwar der Wert des agrarischen Bodens, des städtischen Bodens, die ganze Frage der Ausweisung von Zonen für Biodiversität, die ganze Waldfrage, die wird in einem globalen Maßstab und damit das Thema der globalen Gemeinschaftsgüter und der lokalen Gemeinschaftsgüter zurückkommen. Wenn wir also über Wachstum sprechen, dann sprechen wir eben nicht über den guten alten privaten Konsum, über den Ludwig Erhard in seinem Buch Wohlstand für alle gesprochen hat, wo es also um den Nierentisch ging, um das Auto und um den Fernseher, sondern wir sprechen sozusagen über die globalen und die lokalen Gemeinschaftsgüter, die für den Wohlstand im nächsten Jahrhundert von fundamentaler Bedeutung sein werden. Und dazu braucht es ein neues Wirtschaftsmodell, dazu braucht es auch neue Steuersysteme, die in der Lage sind, diesen gewaltigen Infrastrukturbedarf überhaupt zu decken. Und die Frage ist, wo soll der herkommen? Und ich meine, das ist ja nun wirklich eine wunderbare Einsicht, die uns die Klassiker der Ökonomie hinterlassen haben. Angefangen, es gibt ja wenig Themen, über die Ökonomen wirklich übereinstimmen. Aber dass die Besteuerung von Ressourcenrenten eine gute Sache ist, da kann Charlie Marx genauso gut zustimmen wie Milton Friedman. Das ist doch eine großartige Sache. Und ich vermute, dass die Ökonomen, die heute hier sitzen, da auch zustimmen könnten, dass Ressourcenrenten, die Rentenbesteuerung eine wichtige Sache ist. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Sie sagten vorher, das globale Abkommen. Ja, wir brauchen ein globales Abkommen. Wir brauchen auch dort einen Finanzausgleich. Wir haben sogar die Institutionen für diesen internationalen Finanzausgleich, etwa in dem Green Climate Fund. Aber es ist wichtig zu verstehen und zu begreifen, dass schon aus nationalem Eigeninteresse die CO2-Besteuerung in den nächsten zwei Dekaden für viele Nationalregierungen von großem Interesse sein kann. Und nochmal, auch dann, wenn sie sich sozusagen eher für den Infrastrukturbedarf ihrer Städte interessieren, eher für die lokalen Infrastrukturinvestitionen als für das globale Gemeinschaftsgut. Und ich glaube, wir brauchen eine Plattform mit Weltbank, IMF und anderen Institutionen, wo wir mit Ländern darüber sprechen, wie eine solche Steuerreform tatsächlich ausschauen kann, die gewissermaßen für bestimmte Regierungen prototypisch in Entwicklungsschwellenländern und auch in den reicheren Volkswirtschaften zugeschnitten ist. Und das könnte ein Teil einer Erzählung sein, nämlich zu sagen, die globalen Gemeinschaftsgüter, das ist nicht nur der rechtssetzende Akt der Wirtschaft begrenzt, sondern der erzeugt Renteneinkommen, das sozusagen für ein Wohlstandsmodell Finanzierungsmittel bereitstellt, das fundamental anders ausschaut als das Wohlstandsmodell der 50er und der 60er Jahre. Wunderbares Schlusswort.
mit einer großen politischen Vision und gleichzeitig auch nochmal einem Bogen zu dem Generalthema unserer Konferenz, das heißt ja die ökosoziale Frage. Und in dieser Formel, ich würde sagen Primat der öffentlichen Güter, finden sich ja beide Elemente wieder. Ich würde sagen, dass wir sagen, wirtschaftlichen Wohlstand viel stärker in Gemeinschaftsgütern künftig denken müssen und auch soziale Integration vor allem über die soziokulturelle Infrastruktur sagen, stattfinden muss. Ich finde, das war ein toller Impuls für den heutigen Tag. Danke Ihnen sehr und Ihnen auch für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt geht es gleich übergangslos in das nächste Podium.